Willkommen bei meinem neuen Projekt Numalon in der Beta-Phase. Das ist ein textbasierendes Rollenspiel, das auf dem Browser läuft und das ist ja eher in einer klassischen Version gehalten, also mal keine Grafik. Es gibt schon Grafiken, aber das sind eher so Bilder. Die wollen das Spiel spielerisch unterstützen, sowohl ist auch ein typisches Rollenspiel, interaktives Kampfmenü und ja, eine Rollenspiel-Engine hat. Niemand es vielleicht eher aus klassischeren Spielen kennt. So uralte C64-Games sind zum Beispiel so ein kleines Beispiel, wo man halt unten rechts so eine Map hat und dann im Endeffekt hier so seine, ja, wie sagt man, seine Kampfstage und dann halt noch Werte hier oben links, oben rechts und dann gibt es dann hier unten noch Text. Das ist besonders für Leute interessant, die auf Pen and Paper Rollenspiele stehen, denn man kann hier seinen Charakter komplett als Text ausleben und nicht in gewohnter Weise für die heutige Zeit in Grafiken. Wir werden uns jetzt mal hier reinversetzen. Hier ist eine wunderschöne Musik, aber die mache ich jetzt mal ganz kurz aus. Denn hier geht es jetzt um die Geschichte kurz. Also wir sehen, hier unten sind schon so ein paar Bildchen, die wirken sehr selbstdesignt und sehen eigentlich ganz nett aus. Das ist ein bisschen ein Zeichenstil, wo man Geschmack für haben muss. Aber diese Bildchen haben im Spiel keine Bedeutung mehr. Soll bloß mal grob einen Umriss zeigen, was es gibt. Eine Geschichte ist etwas ganz Besonderes. Sie vermag uns zum Lachen zu bringen und zu trösten. Oder uns nachdenken zu lassen. Aber eines tun Geschichten schon immer, sie faszinieren uns. Unsere Vorstellungskraft macht aus einer Geschichte, die wir hören, etwas Größeres. Durch uns wird eine graue Erzählung farbenfroh. Durch uns erstrahlt die Welt, von der eine Geschichte erzählt, bei jeder Erzählung von neuem. Man könnte sagen, im Grunde sind wir alle wie die Geschichte. Sind wir die Geschichte? Blablabla. Naja, tritt ein in eine Welt voller Abenteuer, kämpfe mit Freunden gegen Monster, erkunde die Welt von Numalon und löse die Rätsel dieses geheimniswobenen Kontinents. Entscheide selbst, wer du bist und werde zum furchterregenden Kämpfer, zum talentierten Handwerker oder zum weisen Zauberer. Bist du bereit für deine eigene Geschichte? Also, das ist halt so, das ist 2014 rausgekommen und es gibt einen Vorgänger von dem Spiel, Misery Quest. Das ist schon etwas älter und das basiert auf diese Welt, die man hier sieht, ist bloß in einer etwas noch älteren Designgrafik, die etwas klobiger rüberkommt, gehalten. Und das hier ist halt so, wie soll man sagen, die nicht die Fortsetzung, sondern so eine Art Remake. Hier gibt man sein Passwort, also man registriert sich. Das Passwort könnt ihr versuchen zu knacken. Ich ändere das jedes Mal. Okay. Und ja, dann loggen wir uns einfach mal ein und schauen mal, was uns hier erwartet. So. Ein weißer Bildschirm, es dauert ein bisschen. Zack, Ladevorgang läuft. Jetzt tut sich alles so etwas. Ja, machen wir mal die Musik wieder an. So, es gab sechs Fehlversuche, sechs fehlgeschlagene Login-Versuche auf deinem Account. Sollte dies häufiger vorkommen und du hast dies nicht veranlasst, so solltest du darüber nachdenken, ein sehr sicheres Passwort zu wählen. Ja, das lag daran, dass ich schon ein paar Mal versucht habe, mich anzumelden und da hatte ich eine blöde Webadresse, wo das nicht angenommen hat. So. Ja, jetzt sind wir hier erstmal von einer weißen Wand. Das ist jetzt erstmal, soll jetzt erstmal nicht abschrecken. Hier ist mal Gra, Fragezeichen und hier ist erstmal nichts zu sehen. Das liegt daran, dass wir uns erstmal hier in dem Tutorial befinden. Das sieht man hier. Und hier wird man noch später so die Werte sehen und noch andere Dinge. Also das ist jetzt noch ein bisschen klein gehalten, aber das geht nur darum, dass man Stück für Stück eben auch langsam mit den ganzen Controllings zurechtkommt. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Also, wir sind hier jetzt an diesem Feld. Das ist unsere Position. Und da sieht man halt dann so die Map. Das ist im Endeffekt, das wird man später noch ganz deutlich sehen, wie sich das verhält. Hier oben haben wir dann eben die Beschreibung der Umgebung. Das ist jetzt die Traumwelt. Und da steht Dima. Irgendwie ist das ein bisschen klein geraten. Dimas, aha. Groß geraten. Ja, Tutorial. Du hörst eine Stimme.
Komm näher, folge dem Licht. Okay, das hört sich schon sehr verdächtig an. Du kannst dich über die Karte rechts unten bewegen. Klicke auf eines der anliegenden Felder, um zu laufen. Rot erscheinende Felder sind unbegehbar. Ah ja, also wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumgehe, dann sehe ich hier markiert es nichts. Und ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gut sehen kann. Wenn man da so hingeht, dann sieht man, dass das ein bisschen rot umrandet wird. Und daran sieht man dann, dass man da nicht hin kann. Gut, erster Auftrag, förmlich gehe nach oben. Dann schauen wir mal, was uns da wartet. So, du kannst dich, okay, es hat sich nicht viel verändert, also wir sind einfach ein Feld weiter. Gehen wir mal noch ein Feld weiter. Ah, da ist schon das Licht, also das ist sehr verdächtig. Ich werde mal sehen, was in dem Licht ist. Hoppala. Okay, das hat mich an einen anderen Ort gebracht. Du siehst folgende Questperson. Mia, freundlicher Geist, unterhalten. Eine schemenhafte, weiße Gestalt. Sie scheint weiblich zu sein und lächelt dich an. Die schauen wir uns mal genauer an. Ich habe da nämlich extra was installiert für euch. Ich hoffe, ich drücke den richtigen Knopf. Nein! Oh, das ist der falsche Knopf. Na, seht mal. Die Lupe wollte ich. Da können wir gleich mal gucken, wie das geht. Ja, toll, die Lupe kriege ich jetzt nicht an. Das war ja klar. Warum kriege ich jetzt denn die Lupe nicht an? Naja gut, Fail. Sagen wir einfach mal dazu. Ich hätte es jetzt eigentlich vergrößern wollen. Das kann man aber auch so machen im Endeffekt. So. Also da sieht man hier halt eben so ein kleines Bildchen. Das soll jetzt wirklich nur eine kleine Darstellung sein, um sich so ein bisschen Hilfswerk zu holen. Ich meine, in Pen-and-Paper-Rollenspiel ist es eigentlich auch nur üblich, dass man in der Anleitung beziehungsweise im Regelwerk so Hinweise von Bildern hat, wie man sich das vorstellen kann. Also das ist jetzt halt eine freundlich weiße Geistgestalt, so vom Aussehen her schon. So, hier steht jetzt, halt, sprich mit mir an. Gut, das probieren wir dann aus. Da müssen wir hier auf Unterhalten drücken. Questperson Mia. Hallo! Die Gestalt nickt dir zu. Ich bin Mia. Ich bin sicher, du hast viele Fragen. Doch zunächst verrate mir, bist du weiblich oder männlich? Oh, eine sehr gute Frage. Also da ich hier meinen Charakter nicht sehe, ist das eigentlich gleich. Naja gut, ich heiße ja schon gerade. Machen wir mal männlich. Ja, oh, wie schade. Ah, hier steht auch noch was Neues. Tutorial 3 von 42. Mir fragt mich etwas. Klicke auf Unterhalten, um ein Gespräch mit einer Person zu beginnen. Das haben wir getan. Klicke auf eine Frage, um sie mir zu stellen. Stelle eine Frage. Okay. Also, ich bin erstmal männlich. So. Du bist also männlich. Ja, das stimmt. Gut. Nun, du hast sicher viele Fragen. Stelle so viele, wie du möchtest. Wo bin ich hier? Wer bist du? Was soll ich jetzt tun? Ich frage erstmal, wo ich hier bin, obwohl da oben Traumwelt steht, aber das wissen wir jetzt mal nicht. Nun, ich würde sagen, du träumst. Mir lächelt freundlich. Deine Vorstellungskraft erschafft diesen Ort. Sieh dich nur um. Du siehst schwarze Bodenplatten und weiße, feine Linien zwischen ihnen. In der Ferne jedoch ist nichts als Dunkelheit. Sie schaut in die Ferne. Durchfürchte dich nicht. Dies ist dein Traum. Dort, wo die Dunkelheit beginnt, endet nur deine Vorstellung. Okay, also das ist jetzt tatsächlich die Traumwelt. Wir befinden uns also im Schlafmodus. Das kann man anscheinend nur spielen, wenn man träumt. Etwas anderes fragen. Ah ja, jetzt ist hier markiert, dass ich diese Frage schon gestellt habe. Was bist du? Ich bin ein helfender Geist, jemand, der dich auf deiner Reise begleitet. Ich kann dir viele Fragen beantworten und dich auf deinen Weg leiten. Sprich mich einfach an, wenn du etwas nicht verstehst. Okay. Was anderes fangen. Was soll ich jetzt tun? Es ist dein Traum. Sieh dich ein wenig um. Manche sagen, wirklich frei seien wir nur, wenn wir träumen. Mir hält kurz inne. Dann sieht sie dich an. Keine Sorge, ich werde mit dir kommen. Okay. Ja, dann war es das jetzt erstmal mit dem Mir. Jetzt soll ich mich erstmal umsehen. Na gut, dann gucken wir doch mal. Also. Sie ist bei mir immer noch, also das Feld verändert sich jetzt nicht wirklich. Hier das Bildchen hier oben verändert sich ein bisschen angepasst an der Map hier unten. Also das ist eine leichte Gewohnheitssache, aber es sieht ganz interessant aus. Oh, Fragment. Was ist das? Du siehst folgende Items. Hast du das gesehen? Da lag etwas. Okay, die Mia hat mir hier über das Tutorial eine Info gegeben. Was? Sind wir schon bei 5? Ich dachte, wir haben 4 noch nicht gehabt. Unter den Personen kannst du links auch herumliegende Gegenstände erkennen. Du kannst Gegenstände aufheben, indem du auf Nehmen klickst.
Okay, nimm das Fragment. Also ein kleiner schwarzer Gegenstand. Er sieht ein wenig aus wie Stofffetzen, ist jedoch unverformbar. Nehmen. Schwupp. So, jetzt habe ich es genommen, jetzt aktualisiert sich's alles. Ah ja, jetzt sieht man hier schon Inventar. 1 von 20. Normale Items aufklappen. Fragment. Ah ja, wenn man den Mouseover drüber geht, dann sieht man das Fragment wieder. Was passiert, wenn ich es klicke? Ah ja. Ein kleiner schwarzer Gegenstand. Er sieht ein wenig aus wie ein Stofffetzen. Ist hier unverformbar. Es steht nochmal das gleiche. Ah ja, könnte man abgeben. Bitte gib es mir. Okay, sie will, dass ich ihr das gebe. Mit Gegenständen kannst du verschiedene Dinge tun. Du kannst sie herumzeigen, sie ablegen oder jemand geben. Wie zeige ich es denn herum? Ah ja. An wen solltest du dich das von. Ja, mir. Danke! Ich nehme das an mich! Moment mal, das ist mein Traum. Nun willst du meine Fragmente? Das kostet dich Geld. Mir nimmt das Fragment und es verschwindet mit ihrer Gestalt. Was? Mir nimmt das Fragment und es verschwimmt. Ah, es verschwimmt mit ihrer Gestalt. Okay. Was war das für ein Fragment? Auf der linken Seite siehst du den aktuellen Ort. Du kannst dort alle Personen sehen, die in deiner Nähe stehen. Klicke auf Unterhalten, um eine Person anzusprechen. Sprich mit mir. Ah ja, das hatten wir schon. Jetzt müssen wir mal gucken. Was war das für ein Fragment? Das war ein Teil von mir. Okay. Manchmal lösen sich Teile von einem Geist und wandern durch Welten, wie diese. Gut, dass du es wiedergefunden hast. alles klar. Also die hat einen Teil von sich verloren. Okay, erstmal was jetzt? Mir lacht. Wieso fragst du mich das? Es ist doch dein Traum. Aber ein kurzer Lichtblitz geht von einem ihrer Augen aus. Offenbar hat Mir dir zugezwinkert. Oder sie hat wieder was verloren. Wie wäre es mit ein wenig Action? Folge mir. Denke daran, dass hier deine Welt, das hier ist deine Welt. Du kannst alles tun, was du willst. Mit diesen Worten hebt Mir langsam vom Boden ab und schwebt in Luft. Beende das Gespräch und folge mir. Nun ist Zeit für etwas Bewegung. Okay. Ein wenig Action. Naja. Gespräche beenden. Du kannst auch auf X klicken. Ah ja, hier oben. Um das Gespräch zu beenden. Oder klicke einfach in den freien Bereich um die Gesprächsbox. Ah ja, verstehe. Also wenn ich hier irgendwo klicke, ist das Gespräch auch beendet. Nicht schlecht. Folge mir. Du kannst Gespräche mit Personen jederzeit beenden. Am öffentlichen Ort siehst du, was du tun kannst. Klicke. So, naja gut, dann mir folgen steht da jetzt halt. Okay, folgen wir mal der mir. Jetzt tut sich alles wieder refreshen. Ah, jetzt bin ich woanders. So, und nun fliege. Und nun fliege, also das ist meine Aufforderung. Unter der Karte kannst du deine aktuelle Wartezeit erkennen. Du benötigst immer ein wenig Zeit, um zum nächsten Ort zu gehen. Klicke auf ein angrenzendes Feld, um dich weiter zu bewegen. Die Wartezeit kann in unwegsamen Regionen auch höher sein. Bewege dich nach rechts. Also hier oben steht und nun fliege. Heißt das, ich fliege jetzt nach rechts? Das heißt, dass mein Charakter einfach schwebt. Okay. Na, dann machen wir das mal. Bin jetzt zwei Felder weiter. Sieh, wie du fliegst! Unten kannst du im Chat deine Bewegungen sehen. Auch andere Spieler können sie später sehen. Aktionsnachrichten von Spielern erscheinen schwarz und kursiv. Bewege dich weiter nach rechts. Ich sehe hier jetzt eigentlich gar nichts. Ich mache mal einen Test. Der Chat ist noch nicht zu sehen. Warum nicht? Das ist seltsam. Das ist seltsam. Naja gut, das lassen wir erstmal aus. Also hier wäre jetzt eigentlich ein Chat, wo jetzt stehen würde, ich bewege mich nach rechts, aber irgendwie tut's das nicht. Warum auch immer. Ich mache mal hier eine Verkleinerung. Auch nicht. Gut, das müssen wir erst noch genau verfolgen. Bewege ich weiter nach rechts. Okay, bewegen wir uns mal weiter nach rechts. Da sieht man auch diese Sekunden. Wie lange? Ah, da. Kra kommt aus dem Westen. Kra kommt aus dem Westen. Hat sich nicht richtig refreshed. Das passiert manchmal bei so Browser-Games. Das kommt auch immer darauf an, wie die Internetleitung ist. Also hier steht auch die Uhrzeit. Jetzt können wir mal testen, wie ist denn das mit Schreiben? Bis jetzt kann ich noch nichts schreiben. Okay, ich soll mich weiter nach rechts bewegen. Fliegend. So. Ah, landen. 2-1. Beende deinen kurzen Flug und lande auf einer Ebene unter dir. Es wird Zeit zu landen. Klicke auf Landen. Über solche Links kannst du später auch
in andere Gebiete gelangen oder sonstige Aktionen ausführen. Okay, landen. Ich bin gelandet, kommt von oben herab. Ah, hier sieht man jetzt auch, zwei Spieler sind online. Also groß besetzt ist der Server noch nicht, weil es ist, wie gesagt, noch eine Beta und noch recht frisch. Das wird auch noch weiterentwickelt. Und ich werde von diesem Spiel etwa, ja, circa 8 Plays erstmal machen, um das anzuzocken. Und dann werde ich eine lange Pause machen und mal das Spiel dann wieder ansehen, wie es dann sich weiterentwickelt. Ich möchte jetzt auch nur mal so ein bisschen die Basics erklären und um was es hier geht, das Tutorial vor allen Dingen und auch ein bisschen was von der Welt zeigen. Und das Kampfsystem werde ich zeigen. Jetzt machen wir mal noch, sehen wir uns noch ein bisschen um, ist die erste Folge. Können wir noch ein bisschen länger machen. Sieh dich ein wenig um. Sieh dich ein wenig um. Ah, der Übersetzer ist schrecklich. An vielen Orten lauern Wesen. Geh ein wenig herum. Okay. Oh. Oh. Jetzt ist es an der Zeit zu kämpfen. Sprich aber zuerst mit mir. Okay, ich soll mich erst mit mir unterhalten, weil da ist ein Schattenfänger. Ein schemenhaftes schwarzes Wesen mit zwei Klauen. Es starrt dich mit glühenden roten Augen an. Oh, Angriff Stärke 3, Verteidigungsstärke 0. Also, ist schon cool gemacht. Das erinnert mich wirklich sehr stark an diese alten C64-Games, bloß halt in einer modernen, frischen Textgrafik und Bildereigenschaft. Ist sehr cool gemacht. Also, jetzt hat mir hier auch, hier sind die Lebenspunkte jetzt hat. 8 von 8 und Erfahrungspunkte 0 von 20. Stufe 0, Angriff 1, Verteidigung 1. Okay, sagt mir schon einiges. Guck mal, was hier steht. Du siehst vor dir ein Wesen. Du kannst gegen Wesen kämpfen und so Erfahrung erhalten. Du besitzt eine Angriffsstärke und Lebenspunkte. Pro Schlag fügst du deinem Gegner deine Angriffsstärke an Schaden zu. Angriff 1. Zu. Und er dir umgekehrt ebenfalls. Ah ja, verstehe. Du kannst Informationen dazu jederzeit abrufen, indem du den Mauszeiger auf die Elemente im Spielermenü rechts hältst. Ah, da ist wieder dieser Mausover. Gut. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Gefällt mir. Jetzt schauen wir mal weiter. Jetzt wir sollen uns erst mit ihr unterhalten. Dann gucken wir mal. Unterhalten. Hallo! Die Gestalt nickt dir zu. Ich bin Mia. Ich bin sicher, du hast viele Fragen. Ah, das ist der gleiche Text nochmal. Da sind nur neue Fragen dazu gekommen. Ich kann fliegen, wieso? Frag mal. Mia lächelt und schaut zu dir herüber. Du kannst zwar ihre Haare nicht richtig erkennen, aber sie scheinen zu wehen, wie im Wind. Es ist dein Traum. Im Grunde kannst du alles tun, was du willst. Also genieße es einfach. Mache ich auch. Okay. Etwas anders fragen. Erkläre mir etwas zum Kämpfen. Kämpfen ist nicht schwierig. Schau nach rechts. Dort findest du eine Angriffsstärke und Verteidigungsstärke. Mit jedem Schlag fügst du dem Gegner Schaden zu, abzüglich der Verteidigung zu. Und er dir umgekehrt. Jeder Schlag fügt aber mindestens einen Schadenspunkt beiden Kontrahenten zu. Ein Beispiel. Dieses Wesen hat Angriffsstärke 3. Du hast Verteidigungsstärke 1. Die Differenz ist 2, also fügt das Wesen dir 2 Schaden zu und du verlierst 2 Lebenspunkte. Ja, das ist ähnlich wie bei Pokémon. Andersherum, du hast Angriffsstärke 1 und dein Gegner Verteidigungsstärke 0. Differenz ist 1, also fügst du deinem Gegner einen Schaden zu und er verliert einen Lebenspunkt. Sehr simpel gemacht. Und jetzt probier es einfach aus. Führe so viel Schläge aus wie nötig. Okay. Dann drücken wir mal außerhalb. Angreifen. Einen Schlag ausführen. Mache ich doch glatt. So, jetzt habe ich Leben verloren. Oh, das sieht ja cool aus. Das switcht dann so runter. Machen wir gleich nochmal. Flap. Okay, der ist ziemlich stark. Ah, Ladevorgang läuft. Jetzt habe ich ihn getötet, habe ich gleich viel Erfahrung bekommen, aber bin auch schon im roten Bereich. Kampfbericht Wesen. Angreifer, Schattenfänger, Verteidiger, Lebenspunkte 4, Lebenspunkt 1, Angriff 1, Angriff 3, Verteidigung 1, Verteidigung 0. Kra, Angreifer besiegt Schattenfänger. Verteidigung im Kampf mit Einschlägen weiter. So. Gut gekämpft. Ja, gut, gut gekämpft. Also, jetzt haben wir hier mal einen Teil von dem Tutorial gesehen. Da werden wir das nächste Mal noch weitermachen. Und ja, wem so etwas gefällt, ich empfehle es vor allem Rollenspieler, die Pen and Paper Engine suchen. Da ist das ganz interessant, aber dazu kommen wir noch. Und jetzt haben wir schon mal so ein paar Grundzüge kennengelernt und das nächste Mal geht es weiter mit
Numalon. Ihr könnt mich dafür unten haten.